Hallo. Tja, man wird älter und da muss man Entscheidungen treffen. An mein Mann und ich, wir haben uns also dieses Jahr entschieden, also auch was wir da so im letzten Jahr alles erleben mussten, dass wir uns einfach minimieren. Und wir haben also unser etwas größeres Anwesen hier auf der Insel verkauft. Mein Mann hat sehr darunter gelitten. Ich war die treibende Kraft, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte es jetzt altersgerechter. Also wir sind jetzt auf einer Ebene und es wird hier immer noch kräftig gebaut, deswegen der Lärm. Und wir richten hier auch immer noch ein. Aber es sollte wirklich altersgerechter sein. Jetzt habe ich mal eine Frage. Also ich habe, als wir die Küche eingerichtet, ich habe mir eine neue Küche geleistet. Ich habe also gesagt, ich möchte unbedingt eine neue Küche haben. Und als wir uns die Küche kauften, die Gerätschaften, hat unser Freund Stefan uns das alles gezeigt. Und es war eigentlich auch alles wahnsinnig einfach. Wahnsinnig einfach. Ich habe gedacht, Mensch, diese Kaffeemaschine, weil ich will endlich weg von diesen Espresso-Maschinen mit diesen Alukäppchen. Ich kann gar nicht so viel Schmuck und nicht gar nicht so viel Traumfänger machen mit den Dingern, wie mein Mann diese Dinger verbraucht. Deswegen habe ich gesagt, nein, ich möchte endlich eine richtige, normale Kaffeemaschine. So. Was da alles ankommt, also an, hier schaut euch das mal an hier, an Filtern und an, ja, also es kamen en masse Gebrauchserklärungen an. Ich wollte ja extra einen Herd haben, den ich ganz leicht bedienen kann. Und dann kam die Kaffeemaschine. Das war dabei. Ich habe keine Ahnung, für was das ist. Ich weiß auch gar nicht, wo ich reinstecken soll. Dann waren noch andere Sachen dabei. Sowas war dabei. Und jetzt kommt's. Ich will es euch nur mal zeigen. Dieser ganze Stapel ist nur die Kaffeemaschine. Ernsthaft. Nur die Kaffeemaschine. Ich habe jetzt wirklich probiert, daraus schlau zu werden. Und glaubt ja nicht, dass das alles das Gleiche ist. Das ist alles völlig unterschiedlich. Ich bin seit 2 Tagen, seit 2, mit der Scheiße beschäftigt, damit ich diese Kaffeemaschine zum Laufen bringe. Ich habe keine Chance. Und mein Mann wollte die unbedingt haben, ja, weil die alles kann. Alles. Es nützt nur nichts, ich kriege sie nicht an. Ich weiß überhaupt nicht, wie die geht. Und den Herd, da habe ich mir vorbehalten, den wollte ich mir aussuchen. Da bin ich ganz eigen. Bei Herd lasse ich mir nicht reinreden. Bei allem anderen darf er machen, was er will. Und er hat eigentlich nur 3 Knöpfe. Den kapiere ich auch nicht. Und jetzt saß ich gestern hier den ganzen Tag und habe versucht, mich durch diese unglaublichen Gebrauchsanweisungen zu ackern. Jetzt kommt das Beste. Ich habe dann alles probiert, ich habe auch alles richtig gemacht, aber ging nicht. Habe ich schon einen Tobsuchtsanfall bekommen und dann kam irgendwann unser Elektriker, der unten gearbeitet hat und hat gesagt, hast du die Sicherung reingeschraubt? Zumindest hatte ich dann Strom, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft. So, jetzt stehe ich vor einem Herd, den ich nicht kapiere. Eine Kaffeemaschine, die ich nicht zum Laufen kriege. Der Kühlschrank geht. Aber auch die hochintelligente Mikrowelle in Verbindung mit einem Ofen kriege ich auch nicht in Gang. Und dann habe ich so versucht in diesen Gebrauchsanweisungen, dann stand dann immer, ziehen Sie die Schlappe. Ich denke, was für eine Schlappe? Was für eine Schlappe soll ich denn da bitte ziehen? Ich sehe überhaupt keine, was ist denn eine Schlappe? Sie meinten die Schlaufe. Also, wenn jemand mal jemanden kennt, der Gebrauchsanweisungen übersetzt, hätte ich gerne dessen Adresse. Der lebt ab dem Moment echt gefährlich. Und Leute, die Gebrauchsanweisungen schreiben, sind ja von Haus aus schon Ingenieure. Die wissen, was sie drücken müssen. Wir armen Normalbürger wissen es nicht. Ich weiß nicht, ob ich jemals in dieser Küche kochen werde. Ich habe keine Ahnung.